Oh, das kann den Bücherschrank. Das sind Mobdrops. Nichts geht über Mobdrops, außer noch mehr Mobdrops. Nicht mal Obsidian hat der. Nee. Ich habe ja gerade erst angefangen. Mir doch egal. Ich bin froh, dass ich überhaupt was zu essen habe. Hey! Wow. Ich hab dich gerecht. Finde ich gut. So, und dann geht's hier so diesen Weg lang. Kann man hier so lang laufen. Müssen wir hier das nur mal eben machen. Ich weiß nicht, warum die Slabs das Gras nicht unterbinden. Das ist ein bisschen doof. Du hast nicht zufällig eine Spitzhacke, mit der du sie da bauen kannst? Ja, habe ich. Können wir die vielleicht das ein bisschen ausmachen? Ja. Nicht jetzt gleich. Ja, komm mal her hier. Na gut, da komme ich. Da hinten ist er. Hallo. Brauche ich aber wieder. Kannst du wieder kriegen. Hast du in der Mine ein bisschen Obsidian rumliegen oder? Da ist ein Lava-Lake. Wenn du jetzt nicht unbedingt das ganze Lava zu Obsidian machst, sondern mir auch Lava übrig lässt, weil ich die für andere Dinge auch noch brauche. Ich brauche nur eins. Ein Obsidian brauchst du bloß? Mhm. Okay. Moment. Haben wir gleich. Hier. Hier, sagt er. Wo ist hier? Na hier, wo meine Stimme zu hören ist. Ice Bucket Challenge. Das funktioniert ja nicht. Du hast mir eine Karotte zugeworfen. Ich wollte die weit wegschmeißen. Ja, ich tue jetzt hier gerne extra Mods drauf, nur damit man Items weit wegwerfen kann. Doch. Ich wüsste nicht mal, welche Mod das sein soll. Ich auch nicht. Einfach eine extra Mod nur, damit man Items werfen kann. So. Muss ich extra ein Fundament bauen hier, ey. Wo sind wir denn hier? Im Real Life oder was? Na gut. So. Dann werden wir uns hier diese Welt so richtig schön ergründen. Und ja, alles zubauen. Ich baue hier noch eine riesen Villa hin. Ich baue einfach eins zu eins die Villa von früher. Aber mit nur einem Turm diesmal. Sonst könnte es eventuell sein, dass ich das nicht mehr monetarisieren darf. So. Meinst du? Ja. Ja. Oh nein. Er hat einen Ständer. Was? So. Ja, aber da haben wir hier so einen richtig schönen Weg, den man langlaufen kann. Könnte man zum Beispiel auch mal den machen und den machen und den machen. Und den könnte man auch noch machen. Ne, das kann man nicht machen. Doch, das ging gut. Oh, glaubst du mir nicht, ne? Doch. Ich brauche noch blaue Mystical Flovers. Kannst du die auch holen? Aber ich sehe keine. Aber ich könnte ja mal auf die Suche gehen jetzt. Ich habe schon eine gesehen auf dem Weg hier. Hydrangea ist hier. Das waren irgendwelche komischen Zipfel, waren das, glaube ich. Ah, hier ist eine Schlucht. Und was für eine. Und Schafe sind hier. Schäfchen. Rittersporn. Da, die ist blau, ne? Mystical Blue Flower. Aber nur eine. Da, da, zwei. Ja. Weißt du, dass du die mit Bonemeal vermehren kannst? Könnte ich, aber ich habe keinen Bonemeal. Ich habe bloß Bones. So advanced okay, bin ich noch nicht. Aber...
Jetzt habe ich die erste Botania-Quest tatsächlich geschafft. Sammle Pflanzen, du Keck. Und dann haben wir eine Choice-Reward, dann können wir uns auswählen, ob ich 4 große gelbe, 4 große purple oder 4 große Cyan haben will. Ich nehme jetzt mal Yelp, so. Was sagen, Cyan hast du auch direkt vor deiner Tür, als kleiner. Genau wie gelb. Also hier ist ein bisschen leicht blau, hier ist Cyan. So, weg, 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 weg. Schibbidi-dup. Alles nur keine Schibbidi-dup. Jetzt habe ich auch keinen Gravel, ne? Ganzen Gravel aufgebraucht hier. Doch, da ist noch was drin. Keine Dandelion hier. Nee, Dandelion habe ich, warte mal, Moment, hier in der Pflanzenkiste eventuell. In meinem Anfangshaus könnte ich noch was haben. Ich müsste die Truhen mal rüberholen. Ja, ich habe einen Drohnen gefunden. Was ist? Ein Drohnen. Oh nein. Greif die lieber nicht an. Nee. Die sind ziemlich krass. Die sind eigentlich neutral, also die machen nichts, es sei denn, du legst dich mit denen an. Und da kannst du dann noch so viel Frieden, Frieden, Frieden schreien. Das interessiert die nicht. Also diese Spexelhose, die ist ja schon ziemlich cool eigentlich, ne? Das ist ja irgendwie alles in einem. Ist das denn auch eine Home? Oh ja, es ist auch eine Home. Da ist der Name ja sogar richtig. Spaxel ist so gut wie alles. Auch ein Schwert? Naja, nein, geht also so. Also es macht 7 Attack. Fast so viel wie mein Emerald Sword. Das macht nur 8,5. Also meins macht 7, mein Schwert. Ja. Ich hab das Ender geklaut. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Wenn man es richtig benutzt, ist es gut. The Ender beendet alles. Oh, was ist hier denn? The Ender. Es ist Zaertusqua-Erz. 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 So. Das jute Zaertusqua-Erz. Und Kupfer ist hier auch. Und Marmor. Ja, Zeug. Das ist eine Mystical Yellow Flower. Blümchen gibt's hier genug. Ja, da habe ich drauf Wert gelegt, dass es hier Blümchen gibt. Oh nein, ich habe den Strand kaputt gemacht. Schäm dich. Oh, da kommt ein Teichchen. So. Die guten Teichs. Ja, die guten alten Teichs. So. Vielleicht hätte ich mal schlafen gehen sollen. Ja, wäre gut. Aber ich hab. Canola. Ich hab nix. Spawnen dann in der Pflanzen hier nicht mehr? Doch, aber etwas seltener. Etwas. Oh, hier ist mein Haus. Hat der Typ da schon gelootet? Ja. Mal gucken, in meinem Anfangshaus habe ich hier eventuell gelbe Blumen? Nee. Aber ich habe doch mal welche geholt. Wo sind die denn? Das sind meine gelben Blumen. Und noch Bohnenmehl. Da muss ich aber Bohnenmehl machen. Ich muss erstmal lebend zurückkommen. Ich geh mal schlafen. Habe ich auch noch ein Bett hier, siehst du. Bei dir oben steht ein Bett, ja. Oh nein, hier ist ein Strand kaputt.
gibt's denn? Ich hatte doch Dandelion. Ah, oui, oui, Dandelion. Je m'appelle Feinmaster. So, Gesundheit. Okay, ich hab irgendwie... Perfectus Gesundheitus. Okay. So heißt die Pflanze. Habe ich jetzt beschlossen. So. So, ein Dandelion habe ich schon mal für dich. Ui. Ja, das war's. Jetzt habe ich 3 Dandelions für dich. Ich warte jetzt auf das Kommentar von wegen, so spricht man das doch gar nicht aus. Ach, was? Heißt das nicht Dandelion? Dandelion, das ist schon richtig so. Ich weiß das, weil ich das wissen muss. So. Rote Tulpen sind hier auch. Ich gehe damit mal wieder nach Hause. Isn't it Iron Pick? Und erst Kartoffeln. Ich muss Eisen. Und ich einen Apfel. Du kannst hier oben in der Küche auch Saft machen. Ui. Schön Orangensaft. Schenke ich dir. Ich schenke dir einfach so vertrocknete alte Blüten. Das habe ich schon mal mit meinem einen Kollegen gemacht. Sehe ich nicht gut aus. Ey, das sieht sowas von gut aus, aber starr mich nicht so an! So. Ich will dich aber anstarren. Achso, na dann mach weiter. Okay. Weg mit dem Dreck. Weg mit dem Dreck, du Keck. Die Beschreibung ist manchmal auch sehr schön, die ich dazu mache. Ja. Oh, Gold. Einfach mal den Maserator wieder anknallen hier. Der soll ruhig mal ein bisschen Kupfer. Schade. Schade, Schokolade. Du sollst nicht so eine Augen machen da. So. Nice. Der Nether ist die Hölle. Die Hölle ist Kongo. Mhm. Gelbrig uranlich. Nichts geht über meine Beschreibungen. So. Beschreibungen als Menschen, der versucht, lustig zu sein. Ja, genau das. Mir ist das hier nicht. Daraufhin mache ich das Glück auf 2. Brauche ich zwar nicht, aber trotzdem. Gib dir mein Eisen zurück. Aha, dann muss ich hier noch... Mist hier wieder. Ich hab versehentlich einen Ofen abgebaut. Das tut mir nicht mal leid. So. Hier gibt's aber auch viele Pflanzen. Das ist ja nicht mehr normal, wie viele Pflanzen es hier gibt. So. Es gibt keinen Karottensaft. Gibt's den noch? Ach, dem hab ich ja ewig nichts mehr gehört. Lebt er noch? Ich denke. Install an appliance in your home. Reicht es nicht einfach, einen Ofen zu setzen? Nein. Oh. Sondern? Welche Quest machst du denn jetzt gerade? Appliance. Ich glaube, da musst du was für einen Crayfish bauen. Ja. Ja, das kann sein. Ist hier auch wieder so eine Krabbe. Ah, nein, ein Schattbild. Und die kann ich mal prima nutzen, um einen Schluck Tee zu trinken. Na. Ein Karottenjuice. Ja. Ist das nicht Karottenjuice, sondern der Karottenblues? Ich hatte auch mal den Blues.
den Karottenblues. Und was ist aus ihm geworden? Weiß ich nicht. Ist tot. So, das sieht schon mal sehr gut aus hier. Sehr, sehr gut. Warum ich das hier mache? Einfach ganz simpel, weil ja, ich Besucherhausen relativ früh anstreben möchte hier. So. Ihr habt ja so gewollt, also ja, müsst ihr auch damit leben. Aha. Ach nee, selber schuld. Und es gibt ja auch keinen Johnny Banana, der hier die Gäste immer tötet und dann ausraubt. Hat das eigentlich einen Grund, dass du hier bei der Farm einmal mit Cobblestone arbeitest, einmal mit Stone Slabs? Ja, das wollte ich wieder umbauen. Ich habe später die Slabs benutzt und das kommt wieder zurück da. Heißt Slabs weg? Oder? Nee, Cobblestone kommt weg und dann kommen die Slabs dahin. Ich hatte nur ganz zum Anfang erstmal Cobblestone benutzt, weil ich nichts hatte. Dann habe ich mir irgendwann überlegt, das mache ich jetzt schöner. Ja, schöner ist es jetzt nicht wirklich. Wieso kann ich keinen Karottensaft machen? Weiß ich doch nicht. Wieso kann ich keinen Weizensaft machen? Weizensaft. Das stelle ich mir unappetitlich vor irgendwie. Das stellt er sich hässlich vor. Das stelle ich mir richtig hässlich vor. Dann tue ich mal was in die Küche. Der Ofen ist auf! So, ich habe was in die Küche gelegt. Kann man jetzt tolle Sachen backen? Popcorn kann man jetzt machen. Ich backe jetzt gerade Brot. Oh, es gibt keine Bakeware. Ich habe hier noch keine Bakeware. Warum haben wir hier noch keine Bakeware? Weiß ich nicht. Ich greife dir erstmal Brot. Ich habe auch keinen Niff. Oh, ich keinen Niff. Oh nein. Mach doch mal den Ofen zu. Es verliert Hitze. Das gute Brot. 9 Stück auf einmal. Das gute Brot. Ja, Stockbrot. Mhm. Ja, dann gehe ich noch mal in die Mine. Versuch mal mein Glück. Baue mich einfach mal, also nicht, hier mal lang. So, mal eben gucken, was wir da so Tolles finden. Und warum nicht? Ich habe ein Actually Editions Buch gecraftet. Warum das denn? Wieso kommt das aus dem Dingsbums raus? Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja. Wollte mal durch die Kapitel gucken. Na, ist man auch noch nicht. Sind geil, ne? Mhm. Da machst du Augen, ne? Mhm. So, Kohle. Allerdings bräuchte ich demnächst mal, ja, Dings. Dingensbumsens bräuchte ich. Die guten? Die guten. So, dann baue ich einmal. Denk dran, bei Fellmaster auch mal vorbeizuschauen. Der macht Strems. Manchmal. Mhm. Manchmal? Manchmal. Das ist gerade im Augenblick nicht, aber. Siehst du? Man kann ich ja nicht immer sagen. Ja. Ich bin nicht 24 Stunden Tag live. Mach das auch Vollzeit. Was ist das Problem? Er war Vollzeit-Streamer. Woher kommen denn die ganzen Zombies? Ach du Scheiße! Der eine ist ja nackt! Nee, der hat noch. Nee, der ist nackt. Muss ich auch noch alles zensieren hier, ey.